Global denken, regional handeln. Wie wichtig ist die regionale Vernetzung? Zu diesem Thema habe ich mir den Daniel von den Waldgeistern eingeladen und in der heutigen Episode möchte ich einfach mit ihm darüber sprechen, wie wichtig es ist für eine Permakultur bzw. eine Gesellschaft allgemein regional zu handeln. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie bereits erwähnt, habe ich einen Daniel von den Waldgeistern mit dabei. Hallo. Und wir möchten einfach heute das Thema bereden, wie wichtig die regionale Vernetzung ist, weil ich erst durch die regionale Vernetzung die Möglichkeit bekommen habe, meine Permakultur zu starten. Und auch die Waldgeister haben halt mit ihrem Verein in einem Dorf oder beziehungsweise einer Gemeinde begonnen und auch ja, für eine gute regionale Vernetzung, sage ich mal, gesorgt. Und da möchte ich einfach mit diesem Interview ja, ein paar Erfahrungen austauschen, ja, ein paar Methoden, die man anwenden kann, beziehungsweise auch, was man alles eigentlich in der Region machen kann. So, dann denke ich mal, fangen wir ganz grob an, wie ich jetzt zum Beispiel dazu gekommen bin, zu meiner Permakultur. Es war halt damals so, dass ich einen regionalen Urproduzenten freiwillig ausgeholfen habe und der hat mir dann letztendlich dann vor einem halben Jahr die Felder vermittelt, auf denen ich die bewirtschaften darf, weil er halt Kontakte gehabt hat und dann hat er halt einfach gesagt, hey, du musst auch mal was Eigenes haben. Ich darf eine Fläche von jemandem in einem Neubaugebiet bewirtschaften, habe aber nicht genug die Zeit und du sollst was Eigenes haben. Er hat einfach gesagt, hier bekommst die Fläche, mach etwas draus und die Gelegenheit habe ich zum Beispiel genutzt. Und da habe ich zum Beispiel auch bei meinen Eltern auf einem riesigen Garten anbauen und ich habe mir für wenig Geld einen Schrebergarten in einem Naturschutzgebiet fast schon erworben bei einer Bauernfamilie, die auch noch auf die alte Werten und Traditionen Wert legt und die wollten halt einfach nicht, dass ihr Grundstück verwildert wird und das habe ich dann auch bekommen und dort mache ich jetzt so eine kleine ja, Naturlandschaft beziehungsweise einfach so einen kleinen Waldgarten habe ich da vor und das sind halt so die Anfangsmöglichkeiten, wie es halt bei mir gestartet hat und auch mit der Gemeinde spreche ich jetzt momentan sehr viel. Das heißt, ich durfte zum Beispiel eine Streuobstwiese anlegen, musste zwar die Bäume selbst besorgen und anschaffen, darf aber, wie gesagt, einfach von der Fläche, von der Gemeinde einfach Bäume anpflanzen und die Gelegenheit habe ich halt einfach genutzt, weil ich halt auch einfach ja, ein Schreiben an sie geschickt habe per E-Mail. Dann haben sie halt gesagt, Herr Frank, sowas hatten wir noch nie. Normalerweise kommen die Leute und sagen, sie wollen Bäume von ihrem Grundstück entfernen, aber noch keiner ist zu uns gekommen und hat gemeint, er möchte Bäume pflanzen. Ja. Und das war halt auch so eine nette Geschichte, wo ich mir danke, ja. Dachte, ja okay, ist auch etwas Wunderbares und ich bin jetzt mit der Gemeinde so gut im Kontakt, dass ich auch die Kreisläufe im Dorf halte. Zum Beispiel habe ich mir jetzt mit den Gemeindemitarbeitern mich so gut vernetzt, dass sie auch von ihrem, ja, von den gemähten Rasen von der Gemeinde, beziehungsweise auch von dem ja, Baumschnitt, die Gartenreste direkt zu mir auf die Felder oder aufs Grundstück gefahren wird. Oder ich hole dann selber, fahre ich dann zum Wertstoffhof und hole mir dann für Mulch oder für Kompost, hole ich mir dann einfach die Sachen mit Gartensäcke und halt einfach den Kreislauf hier in der Region. Das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich das jetzt mache mit der regionalen Vernetzung. Mhm. Ja, also im Endeffekt machen wir das ähnlich. Also wir haben unser Projekt auch so aufgebaut, dass wir erstmal geguckt haben, wo sind Flächen frei und bei uns in der Region, wir sind hier in der Rhön, ist es geprägt durch kleine Landwirtschaften. Das heißt, wenn überhaupt Landwirtschaft betrieben wird bei uns, was nicht mehr viel der Fall ist, also da sind vor allem Magerwiesen, die dann zur Heuernte genutzt werden. Also da wird viel hochwertiges Heu hergestellt. Das ganze Bio-Heu zum Beispiel, da kommt vieles aus der Rhön, wenn man da in einen Kleintierladen geht.
ist sehr teuer, weil das halt vor allen Dingen durch die magere Vielfalt, also wirklich viele, viele Blütenpflanzen enthält, dadurch ein sehr hochwertiges Heu ist. Ja, und das wird hier viel gemacht, von daher mit Gemüseanbau ist nicht mehr so viel. Ich sag mal, es ist einfach nicht mehr gängig hier. Und dadurch haben wir relativ schnell eine Fläche gekriegt, die zwar mal Acker war, dadurch nicht umgewidmet werden musste. Was ja auch immer wichtig ist, dass man, weil man kann natürlich Grünland nicht so ohne weiteres in Ackerland verwandeln. Aber da gibt es natürlich gewisse Fristen, wann das dann Ackerland wird. Und da das immer als Acker angemeldet gewesen ist, zwischendurch mal aber als Magerwiese genutzt wurde, eine Zeit lang natürlich auch relativ mager dann war, weil es immer gemäht wurde. Ich glaube, wie lange genau, weiß ich jetzt nicht. Konnten wir das gleich wieder als Acker nutzen, also unsere 3000 Quadratmeter, auf denen wir jetzt auch arbeiten. Und wir haben es genauso wie du gemacht, also dass wir, und das ist ja auch der permakulturelle Gedanke, dass man guckt, die Rohstoffe möglichst vor Ort zu bekommen, dort auch zu halten und den Boden entsprechend aufzubauen. Und wir haben auch das Glück, dass wir im Endeffekt, wenn wir aus unserem Dorf rausfahren, zu unserem Feld, das sind so 400 Meter, ist dazwischen auf halber Strecke der Grüngutplatz, also wie bei dir der Wertstoffhof in dem Sinne, obwohl da werden nur Grünabfälle abgeladen und dort können wir uns halt bedienen, weil das ist sowieso eigentlich totaler Irrsinn. Da kommt dann alle 2 Monate mal so ein großer Radlader mit entsprechend LKW und großem Container und dann wird alle 2 Monate dafür viel Geld das Grüngut in diesen Container von dem Radlader, der hat dann so eine große Kralle vorne, ne? Man lädt es dann in den Container und das wird dann, ich glaube, fast 15 Kilometer weit oder noch weiter zum nächsten großen Kompostplatz gebracht. Das kostet natürlich, es wird dann irgendwie über den Landkreis bezahlt. Man muss sich dann überlegen, dieser Radlader, das ist ja ein wirklich großes Teil. Der wird, also ich hatte meinen Freund gefragt, der Bauingenieur ist, der auch mehrere Baustellen leitet, der meinte so, ja, Radlader mit Fahrer, LKW mit Fahrer, da müsste am Ende des Tages zwischen 800 und 1000 Euro. Und mit jedem Grüngut, was wir da wegnehmen und auf unser Feld fahren, wo es dann wieder in Form von Totholz oder Mulch oder was, also entweder die Beete verbessert oder das Totholz, was wir da auch wegnehmen, also wenn ich da große Wurzelteile finde oder so, kommen die auf mein Totholz laufen. Das spart ja der Gemeinde Geld. Und also jetzt könnte man wieder sagen, damit habe ich einen Arbeitsplatz vernichtet, aber im Endeffekt zahlen wir das ja alle über unsere Steuern. Also das ist ja auch im Sinne des Landkreises dann im Endeffekt. Und die Rohstoffe bleiben vor Ort und erzeugen wieder Vielfalt, verbessern den Boden. Und wir können halt vor Ort gescheites Gemüse anbauen, ne? So, also von daher finde ich, ist das ganz, ganz wichtig, aus ökologischer, aber auch aus ökonomischer Sicht, dass man sowas macht. Weil ich glaube, viele Gemeinden, gerade im ländlichen Raum, immer noch viel Geld dafür bezahlen, dass Heckenschnitt oder Totholz, Astschnitt und so weiter entsorgt wird. Was ja viel sinniger wäre, wenn man das in Form von Heckenpflanzung irgendwie mit einbringt, ne? Gibt es einen schönen Beitrag von Dieter Wieland auf YouTube über diese, fällt da der Name gerade nicht mehr ein, also über diese Heckenkulturen und all das, das wird ja nicht mehr viel gemacht, wäre aber ganz wichtig, gerade für die Insekten, die ja heutzutage eher rückläufig sind, ne? Ja. So, also so machen wir das. Und du hattest erzählt, Bokashi machst du auch, oder? Ja, also ich verwende die Bokashi einmal ganz klassisch für die Küchenkompostierung. Werfe ich einfach alles Mögliche rein. Und die Eimer, die ich verwende, sind einerseits gebrauchte, die habe ich von eBay Kleinanzeigen bekommen. Das ist halt auch eigentlich eine super Möglichkeit, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Über eBay Kleinanzeigen habe ich auch schon so viele Kontakte geknüpft und Sachen auch günstig erworben, zum Beispiel die beiden Bokashi-Eimer für 20 Euro. Normalerweise zahlst du für die neuwertigen so 50 bis 70 Euro. Und auch das mit dem Heu oder mit dem Stroh habe ich
auch 5 Kilometer entfernt eine Bezugsquelle bekommen, die auch biologisch Heu und Stroh verkauft für wirklich wenig Geld. Und das verwende ich jetzt auch zum Beispiel zum Mulchen fürs Gewächshaus oder auch dann später für Kartoffeln, weil ich das dann auch ein bisschen rumspüren, das verwenden. Also eBay Kleinanzeigen ist halt wirklich eine super Möglichkeit, wo man auch zum Beispiel so Anzeigen ja fürs Projekt irgendwie auch machen kann, um die regionale Vernetzung auch mitzustarten, zumal man auch dort die Leute auch ansprechen kann, dass man zum Beispiel Grüngut und Abfälle vom Rasenmäher auch mit aufnimmt. Also das heißt, dass dann die Leute sich freuen, hey, ich muss nicht zum Wertstoffhof fahren, ich fahre einfach zu dem Jungen, zum Nachbarn, die freuen sich tierisch. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass meine Nachbarn so sagen, brauchst du es wirklich? Ja, fahre ich dir gerne hin. Und so habe ich zum Beispiel mein riesen Hügelbild auch mit aufbauen können. Das ist einfach, da freuen sich die Leute, die müssen sich zum Wertstoffhof runterfahren. Der Wertstoffhof muss das, wie du gesagt hast, mit dem LKW nicht abtransportieren und zur nächsten Kompoststelle fahren. Und ich habe halt mein Hügelbild, wo ich dann Kulturpflanzen super anbauen kann. Also das ist dann auch wieder so eine Win-Win-Win-Situation für jedermann, sage ich mal. Und bei dem Bokashi einmal ist es halt auch so, dass ich zu Metzgereien zum Beispiel gehe. Da gibt es nämlich diese Lebensmitteleimer, diese 10 Kilo oder 10 Liter Eimer, die man halt luftig verschließen kann. Und die verwende ich jetzt zum Beispiel, um entweder eigene Bokashi-Eimer herzustellen mit Abflusshahn oder was ich auch jetzt letztlich gemacht habe, dass ich die ohne, also einfach nur den Eimer nehme und da einfach das fermentiere. Bis jetzt hat es bei mir noch nicht geschimmelt. Das heißt, ich probiere es einfach weiter und wenn sich da was ändert, dann mache ich es halt anders. Aber momentan klappt es halt einfach. Da werfe ich einfach meine Küchenabfälle rein, tue dann Pflanzenkohle rein, effektive Mikroorganismen und tue das halt einfach alles luftig verschließen. Ja. Vielleicht, damit die Leute mal ein Bild kriegen, wir hatten da ja eben was vorbereitet, ich werde mal eben das einblenden. Einen Moment. Bildschirm freigeben. So. Damit die Leute mal wissen, wir reden von diesen Eimern hier, ne? Siehst du das jetzt, ja, ne? Ja, genau. Genau. Das sind halt diese Gastro-Eimer, die kriegt ihr in jeder Gastronomie oder das sind dann meistens irgendwie Champignons drinne, irgendwie Champignons zweite Wahl, was dann immer in die Suppen wandert oder Sauerkraut, da gibt's alles Mögliche. Die kriegt ihr in der Gastronomie, auch bei Fleischern kriegt ihr die umsonst. Und was der Christian eben schon gesagt hat, also wir machen das nämlich auch nur noch so mit diesen Eimern, dass wir diese Eimer wirklich nutzen. Und da kommt alles kleingeschnitten rein. Wichtig bei Bokashi immer kleingeschnitten. Man hat keine Maden mehr in den Tonnen. Also auch für die ganzen Hausfrauen ganz wichtig. Ich habe mittlerweile hier im Dorf über dem 3 Hausfrauen, beziehungsweise Familien, weil ist ja Quatsch, das machen ja nicht nur die Frauen, die Männer machen das ja auch mit. Da kommt dann das ganze Gemüse und Käse und wenn die noch Fleisch essen, kommt da auch Fleisch klein geschnitten, alles mit rein. Und das wird dann ja mal eingesprüht mit effektiven Mikroorganismen. Dadurch bleibt das frisch, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, warum das wichtig ist, denke ich. Damit man diese Nährstoffkreisläufe auch mal versteht. Das bleibt da drin. Fisch gammelt nicht, es gibt keine Maden, das stinkt nicht. Und ich mache es wirklich so, weil das ist ja im Endeffekt wie Sauerkraut. Ne? Das ist ja eine milchsaure Fermentation. Und da kommt bei mir auch Saft mit rein. Und ich mache es sogar am Ende so, wenn der Eimer voll ist, ich drücke das immer mit so einem Drücker immer ein bisschen an, dass das verdichtet. Da soll ja möglichst keine Luft drin sein. Und am Ende, wenn der Eimer fast voll ist, fülle ich das sogar noch mit Wasser auf. Das ist quasi alles Material unter so einem Wasserspiegel ist. Weil genau das macht man ja bei Sauerkraut auch, Luftabschluss da ist. Und diese Eimer, die fermentieren dann wirklich ganz wunderbar. Die blähen sich so ein bisschen auf durch die CO2-Bildung. Und wenn die dann fermentiert sind und so einen leicht weißen Flaum haben, die riechen dann wirklich wie Essig, also nicht schlecht, so leicht süßlich, säuerlich. Und die arbeite ich dann in den Kompost mit ein oder die kann man auch im Zweifel direkt ins Beet mit einarbeiten. Und das wollte ich mal eben erzählt haben, wenn wir eh bei dem Thema sind. Ich hoffe, das schweife nicht zu sehr auf. Jetzt mache ich nochmal wieder, zeige ich euch nochmal was dazu. Nämlich, Moment, jetzt muss ich den Eimer wieder schließen.
Das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn man das jetzt einarbeitet ins Beet, dann passiert das hier, nämlich die Endozytose. Pflanzenwurzeln oder generell Mikroorganismen im Boden sind nämlich in der Lage, lebendiges Material quasi einzuschließen, zu umhüllen und zu verwerten. Das geht aber nur mit lebendigem Material, also nicht verfaultem. Und Bokashi ist ja so ein lebendiges Material. Das heißt, alles, was ihr dann in den Boden, also wenn ihr den Bokashi jetzt direkt in den Boden einarbeitet, also einhakt oder das in den Kompost mit einarbeitet, das ist der beste Dünger, den ihr dem Boden angedeihen lassen könnt, weil das noch lebt. Ne? Und das wächst dann ganz wunderbar, weil das lieben Bodenorganismen, lieben das. Das ist quasi, für die ist das wie, ja, das beste Futtermittel überhaupt. Ne? Also da geht alles ab wie Schmitzkatze. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Du hast ja hier diese Bokashi-Eimer genannt. Diese sind das ja, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, und die sind ja auch relativ teuer. Und diese ganzen, die hier, diese Gastro-Eimer hier, die sind ja umsonst. Die würden sonst weggeschmissen werden, ja? Mhm. So, und deswegen verwenden wir auch nur noch diese. Also ich würde mir auch nie wieder so einen Bokashi-Eimer kaufen. Höchstens zum Zeigen für Leute, die jetzt irgendwie einen Balkongarten in der Stadt haben. Da kann man dann nochmal drüber reden. Weil hier bei diesen Bokashi-Eimern unten wird ja die Flüssigkeit abgezapft. Und wenn ich jetzt einen Balkongarten habe, dann macht das vielleicht Sinn, dass ich das wieder als Dünger nehmen kann, wenn ich jetzt diese nicht so viel von den Nährstoffen brauche. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, eher ein Marketing-Gag, meiner Meinung nach. Ja, und zumal denke ich auch, also wenn ich das jetzt nur in meinem Ausmaß mache, ich habe jetzt nur eine etwas größere Fläche in einem Neubaugebiet, dann bräuchte ich auch ziemlich viele Bokashi-Eimer. Und jetzt stelle ich mir das mal bei eurem Ausmaß vor, dann müsstet ihr ein Vermögen investieren, nur damit ihr Bokashi herstellen könnt, damit ihr eure ganzen Felder da düngen könnt. Das, ja, ja. Das wäre einfach, es würde überhaupt keinen Nutzen bringen. Das ist absurd, ja. Also ich hab jetzt nach dem Winter, wo ich die halt in einer Scheune oder im Keller stehen hatte, hatte ich, glaube ich, 40 Eimer voll Bokashi. Ja, also wenn ich mir die alle kaufen würde, dann wäre ich ja bei 1.000 Euro für Bokashi einmal. Das ist ja der Wahnsinn. Warum sollte ich das tun, ne? Ja, was ich jetzt auch mit den Eimern vorhabe, ist so eine Komposttoilette mit denen machen, so ganz einfach. Ist zwar nicht so luxuriös, aber da haben wir ja so eine Trenntoilette. So die Kanister habe ich ja auch, die bekomme ich auch vom Nachbarn, weil der bei einer Kälterei arbeitet. Der gibt mir dann so für Apfelsaft. Ich stelle halt Apfelsaft her und da bekomme ich halt auch diese 10-Liter-Kanister, wo du zum Beispiel EMs selber anzüchten kannst und die werde ich dann jetzt auch so eine Art Trenntoilette machen, also dass ich da halt reinpinke und die in die Eimer dann mit Pflanzenkohle, EMs da einfach da können wir auch nochmal eben drauf eingehen, wo du das gerade ansprichst, weil das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mal als Beispiel hier, so schick kann das aussehen, also jetzt die Toilette, das zählt in unserem Vereinsheim zum Beispiel, da hatten wir das Problem, dass in dem Gebäude die Toiletteninstallationen nicht mehr intakt waren und wir wollten jetzt erstmal eine Übergangslösung haben, deswegen haben wir aus wirklich gutem Holz eine Trockentrenntoilette gebaut, so, das sieht man jetzt leider nicht, der Deckel ist nicht offen. Habe ich jetzt kein Foto, aber im Endeffekt ist da ein Trennsystem. Also Urin und Feststoffe werden getrennt. Wenn man das ganz einfach haben will, kann man das aber auch so machen, dass man, wie du sagst, diese 10-Liter-Eimer nimmt, sich einfach Einstreu besorgt in Form. Da kann man zum Schreiner gehen und sagen, hast du Sägemehl über? Und dann kann man sich das Sägemehl besorgen, weil man braucht pro Liter Urin ungefähr 3 Liter Einstreu. Also relativ viel. Aber wenn man viele von diesen Eimern hat und in der Gastronomie fallen die ohne Ende an und auch bei Fleischern und so weiter, ist das eigentlich kein Problem. Und das Schöne ist, wenn ihr das mit dem Einstreu richtig macht, also ungefähr 1:3 mit dem Urin und den Feststoffen, also dass es immer schön zwar feucht ist, aber nicht matschig, dann kann man das so, wie es ist, in eine Kompostbox, dann macht man sich hier im Baumarkt, die kosten 9 Euro oder baut sich aus alten Paletten eine Kompostbox, wenn man den Platz im Garten oder im Schrebergarten hat, da wird die beste Erde draus. Das ist ganz fantastisch. Und der große Vorteil ist, mit jedem Mal, wo ihr die benutzt, müsst ihr kein Spülwasser nehmen.
und damit belastet ihr die Umwelt nicht. Denn dieses Wasser muss ja der Natur entzogen werden, um damit es einmal durchs Klo geht und die ganzen, ja, im Endeffekt dieses System, also dieses ganze System, ich weiß nicht, ob ich das noch finde, da kann ich mal eben gucken, müsste ich mal eben in einen Vortrag rein von mir. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, was dieses Toilettensystem, was wir da als westliche Nation installiert haben, das ist der absolute Wahnsinn. Ich muss mal eben gucken, wo ich es finde. Ja, zumal ja, dieses Toilettensystem, da kommt es ja nochmal in die Kläranlage, da wird es dann auch wieder geklärt und gereinigt und ja. Gerade aktuell haben wir halt den Fall, dass unsere Kläranlage erneuert wird und also nochmal ja, restauriert sozusagen. Und da muss jetzt jeder Haushalt ziemlich viel Geld bezahlen. Da müssen meine Eltern so knapp an die 2000 Euro zahlen. Und, genau. Und einer, der hier im Dorf eine solidarische Landwirtschaft hat, muss 6.000 Euro zahlen, weil sich der Beitrag natürlich auf die Flächen beziehen. Also je mehr Fläche und Stockwerke du auf deinem Grund hast, desto mehr musst du halt auch an Beitrag sozusagen leisten. Und der muss halt 6.000 Euro zahlen, was halt für ihn richtig viel ist. Und das ist auch für die Leute, für ältere Leute, eine enorme Summe, die sie aufwenden müssen. Und wir wissen auch nicht, wie sie das bezahlen sollen. Das ist halt auch wieder so ein Irrsinn, ja. Obwohl es eigentlich einfacher geht. Weil ich meine, ich war in Costa Rica, dann habe ich halt einen getroffen, der hat gesagt, ja, wenn du aufs Klo musst, grab ein Loch in den Garten und mach da rein. Ja. Hat einfach so gesagt, brauchst keine Toilette, ist völlig sinnlos. Und dann habe ich mir halt so gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Wir sind ja ein Teil des Kreislaufes. Ja, und vor allen Dingen, also was du sagst mit dem Geld, also ein Freund von uns, der in Avenshausen, ist ein ganz kleines Örtchen, ein Dörfchen in der Nähe von Göttingen, hat irgendwie 30 Häuser oder so. Ja, die hatten, ich glaube, vor ungefähr 15 Jahren, 20 Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen länger, muss ich nochmal den Dieter fragen, hatten die das auch? Da sollte dann alles kanalisiert werden für dieses kleine Dörfchen. Das hätte dann irgendwie mehrere Millionen gekostet. Also vollkommen aberwitzig. Und die haben das dann so gelöst, dass die dann ein Bioklärsystem eingeführt haben, das immer noch den modernen Standards entspricht. Also mit verschiedenen Stufentrennungen und am Ende Schilfklärbecken. Und die haben dann wirklich einen 20, also einen Bruchteil von dem Geld für das System bezahlt, was da angedacht war mit der Kanalisierung. Und ja, also es gibt da auch Alternativen. Jetzt habe ich es gefunden, was ich eben zeigen wollte. Ich wollte da nochmal eben darauf eingehen. Das ist nämlich wirklich auch, damit man sich das mal vor Augen führt. Also zum Beispiel, jetzt gibt es hier so ein Projekt, hatte mir ein Freund meine Artikel geschickt, hier Osthessen News. Da wollen sie im Endeffekt diese Schlacke, also diese Ascheschlacke aus diesen Klärwerken, die wird ja verbrannt, weil die so toxisch ist, dass man das nicht mehr auf die Felder bringen kann. Mhm. Da wollen die jetzt hier so einen riesigen Berg machen. Ich glaube, in Werratal, ja, wo war das hier? Müsst ihr nochmal gucken, ihr seht ja hier den Artikel. Vollkommen aberwitzig, und dann soll das quasi aufgetürmt werden und am Ende mit Erde bedeckt werden und dann ist alles gut. Da kann man sich ja, also was das für eine Giftleiche wird, ne? Mhm. Ist jetzt meine Einschätzung jedenfalls. So mal um das, das ist so der Weg, wo es hingeht, halt mit den konventionellen. Und damit ihr das mal seht, also vorweg, also Abwärme aus Schlammverbrennung. Ja, da wird dann diese Schlämme werden verbrannt. Also das ist ein riesiger technischer Aufwand. Die entstehen im Klärwerk, komme ich gleich noch drauf, ne? Seht ihr mal hier, die werden dann verbrannt. Und das muss hier alles gereinigt werden. Und das ist ja alles vergiftet im Endeffekt. Ja, da sind ja überall, haben sich da Gifte angereichert. Und das Verrückte ist, wenn man sich das hier jetzt vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz anguckt, diese Klärschlämme, die werden thermisch entsorgt zu 54%. Also ein riesiger Aufwand für diese Klärschlämme. Es gehen nur fast 30% in die Landwirtschaft und in den Landschaftsbau zurück in Form von Kompostierung oder direkt auf die Felder, wenn die nicht zu doll belastet sind, also wirklich
nicht mal die Hälfte, ja. Und das Verrückte ist, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, also nur damit ihr das mal vor Augen habt, ich weiß nicht, ob ich es noch größer kriege, ich probiere es mal eben. Also, ne, das ist hier die mechanische Reinigungsstufe, das ist das Klärwerk hier. Dann haben wir die biologische Reinigungsstufe, dann die chemische Reinigungsstufe und am Ende bleibt dann dieser Klärschwamm über. Das sieht dann so aus, ja. Also ein absoluter Wahnsinn an Technik, ein riesen Aufwand. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Das kostet ja auch alles Geld. Das zahlen wir alles dann über die Abwassergebühren und Frischwassergebühren, ne? Deswegen ist unser Wasser auch so teuer. Und das Verrückte ist, diese Anlagen sind noch nicht mehr in der Lage, Uran mit rauszufiltern, was durch die Landwirtschaft, vor allen Dingen in Norddeutschland, mit in den Trinkwässern mit drin ist, Uran, weil die Phosphatdünger das mit reinbringen. Das können die nicht rausfiltern. Die Anlagen werden so teuer. Also mischen sie das Wasser, wenn sie es zurück in die Leitung führen, damit die Grenzwerte nicht überschritten werden. Und Medikamente, die sich da anreichen, weil die nicht rausgefiltert werden können. Und so, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das Ding hier wird uns dann als die Wiege der Zivilisation verkauft. Das Ding hier, diese Spültoilette, das ist, ich habe es den Joe Polischer, auch im Permakultur-Urgestein, da gibt es auf YouTube noch Vorträge, also Joe Polischer oder Polischer, der hat immer gesagt, das ist der die Spültoilette ist der Untergang des Abendlandes. Und so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Deswegen ist das so wichtig, was du eben gesagt hast, Christian, so eine Trockentoilette oder so eine Trenntoilette. Wo ich mache mal wieder aus hier meine Fotos. Ich glaube, die kann uns ganz viel helfen, weil wenn man das irgendwie hinkriegt, wenn man auf dem Land wohnt oder so, hat man zwar ein bisschen Arbeit, aber man hat gescheiten Kompost. Ja, und man hat wirklich was für die Natur getan. Ich weiß, es gibt mittlerweile Gesetze, die das auch teilweise verbieten und so. Da sollten wir gucken, dass wir uns natürlich im Rahmen dessen bewegen. Aber im privaten Hausgarten oder auf dem privaten Schrebergarten darf man das alles noch. Und wenn man das richtig macht, das stinkt gar nicht. Das riecht sogar gut in der Regel. Und das ist auch sehr hygienisch. Also Thema Heißrotte, ne? Das ist viel hygienischer als die Klärwerke, weil wenn das der gescheit umgesetzt wird in einem gescheiten Kompost, also zum Beispiel mit genug Einstreu, dann wird das auch heiß, das hygienisiert sich eigentlich von alleine. Und das ist meiner Meinung nach eine viel bessere Methode, mit unseren Hinterlassenschaften umzugehen und die auch wieder im Stoffkreislauf drinnen zu halten, als das, was wir da machen. Allein die Leitungssysteme, diese ganzen Kanalsysteme, die dafür notwendig sind, das ist ja auch geldtechnisch ein Aufwand, der Wahnsinn. Ja. Ja, wollte ich nur mal ausgeführt haben. Nee, es ist halt auch wichtig und es muss ja auch nicht jetzt so eine, wenn man jetzt nicht handwerklich begabt ist, man braucht ja nicht jetzt so eine luxuriöse Kompost-Trenntoilette. Also ich versuche es jetzt auch mit den Eimern und werde einfach dann meine Erfahrungen dann irgendwann mal zeigen. Also es muss jetzt nicht die schickste Trenntoilette sein, sondern man muss sich dann jetzt für 300 Euro eine kaufen. Es geht ja auch einfach und da sollte man jetzt auch selbst anfangen und probieren. Und ihr habt ja auch ein schönes Video gemacht zu einer Gemeinde, die auch so eine alternative Kläranlage errichtet habt, die rein biologisch, glaube ich. Ja, genau, das war das, was ich eben erzählt habe von dem Dieter. Also das findet ihr auf unserem Kanal Permakultur ist machbar, Teil 1 ist es, glaube ich. Ja, genau, das kann ich dann auch in der Infokarte verlinken, dann finden es die Leute dann auch. Das ist ein wirklich sehr interessanter Beitrag und Artikel und es zeigt halt auch, wie viel Kosten wir eigentlich einsparen können. Ja. Man muss sich halt nur in der Gemeinde sozusagen engagieren und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich habe ein Vorhaben, versuchen wir das mal umzusetzen. Ja, also das ist natürlich nicht immer so einfach, gerade heute mit den ganzen Auflagen, die es so gibt. Aber ich denke halt immer, also bei uns in der Gemeinde kriege ich es jetzt auch gerade mit, dadurch, dass hier Kanäle kaputt sind, also defekt sind. Allein die Reparatur- und Instandhaltungskosten für diese Anlagen, die sind enorm. Also da geht es dann immer gleich um mehrere Tausende, wenn nicht Zehntausende von Euros, wenn da mal irgendwo Kanal durchwurzelt ist, gespült werden muss und.
Und wenn man das mal über die Jahrzehnte rechnet, bin ich mir sicher, dass das wesentlich teurer ist, selbst wenn die Anlage schon da ist, als sich zu überlegen, dort ein biologisches System einzuführen. Oder sich tatsächlich, wenn man so alternativ ist und sich das zutraut, die meisten finden es ja immer erstmal ekelig, eine Trockentoilette einzubauen. Und wenn man die Möglichkeit hat, im Garten das zu kompostieren. Ja? Denn es gibt nichts Besseres als die Erde daraus. Also ich weiß nicht, inwieweit wir noch auf das Thema eingehen wollen, aber da gibt es ja noch also viel mehr zu sagen halt auch noch. Also zum Beispiel, wie sieht es bei dir im Garten aus? Was machst du eigentlich mit deinen, wenn du jetzt Totholzreste kriegst? Also du hast ja gesagt, du kriegst ja auch über die Gemeinde Astschnitt und so weiter, das kriegen wir ja auch. Also wir machen zum Beispiel Aktivkohle auch da draus. Ne? Ja, ich weiß, was du jetzt ansprechen möchtest, dass du halt deine eigene Pflanzenkohle herstellst halt. Ich habe halt keinen Pyrolyseofen oder ähnliches. Oder ich könnte halt einen Contiki in den Boden eingraben, aber wahrscheinlich meinem Vater nicht so gut gefallen. Da schaue ich halt noch nach einer Möglichkeit, wie ich an einen Ofen halt rankomme. Das ist halt eine Möglichkeit, sonst verwende ich das halt als, ja, für Hügelbeete zum Beispiel, als Grundlage oder als Kompost. Einfach um Pilzmyzele auch anzulocken, weil die mögen ja auch so Totholz, oder ich mache halt auch ganz klassisch Totholzecken, damit halt einfach mehr also Tiere sich ansiedeln können und für ein Gleichgewicht sorgen können. Dann habe ich halt weniger Plagen, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist einfach nur ein Ungleichgewicht, und so schütze ich, brauche halt keine Pestizide, Chemiekeule oder was auch immer, um irgendein Schneckenungleichgewicht oder sowas aufzuhalten, sondern ich hole mir einfach die Nützlinge mit in meinem Garten und schaffe für die halt Lebensräume. Sonst verwende ich das halt als auch noch für Füllung eines Hochbeets. Ja, also das denke ich halt auch immer. Das ist vielleicht, da kann ich nochmal eben ein bisschen drauf eingehen, dann zeige ich euch nochmal ein bisschen was. Auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Ich habe da hier so einen Ordner, der nennt sich Naturmodule, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also hier Holzhaufen, ne? Das ist jetzt hier, das könnt ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist jetzt frei verfügbares PDF vom Hordes-Netzwerk. Kann ich euch sehr empfehlen, dann mal auf der Seite von denen zu gucken. Denn hier so ein Totholzhaufen, was du gerade gesagt hast, oder als Benjes-Hecke, also als Totholzhecke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum für viele Kleinstinsekten, für auch verschiedene Tiere, die sich dort pudelwohl fühlen und sonst einfach gar nicht da sind. Weil zum Beispiel gewisse Käfer als Larve bis zu 6-7 Jahre in größeren Totholzstücken im Boden sind und die ja nur da sind, wenn dieses Totholz da ist. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel sich auch anguckt, Moment, wo haben wir es hier? Naturzäune, das, was du eben genannt hast, ne? Lebendige Naturzäune. Wo man dann wirklich einfach, das ist ja auch optisch schön, so eine bewachsene Totholzhecke hat. Weil wenn die jetzt hier wie hier unten mit Brombeeren auch bewachsen wird, dann ist da auch wieder Schutz gegeben für zum Beispiel bodenbrütende Vögel, die sonst gar keinen Lebensraum mehr haben. Ne? Also das ist, was die Leute immer gar nicht berücksichtigen. Wenn sie dann mit viel Aufwand ihre Nährstoffe aus dem eigenen Garten entfernen, dass sie damit auch gleichzeitig die Möglichkeit für Lebensraum entfernen. Und ich frage mich dann immer, alle reden über Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und so weiter und vergessen dann ganz, wie das zustande kommt. Also es geht nur so, Leute, indem wir uns überlegen, was wir mit den Nährstoffen machen oder vielleicht, um da noch ein bisschen, ein paar Beispiele kann ich noch eben zeigen. Zum Beispiel hier, das haben wir auch viel in unserem Garten hier, so Steinpyramiden. Ganz wichtiger Lebensraum. Für hier, man sieht zum Beispiel Schmetterlinge, weil Schmetterling freut sich über viel Nahrung, also Blütenpracht, aber der braucht auch mal einen Ort, wo er sich aufhalten kann, aufwärmen kann vor allen Dingen. Das ist dann so eine Steinpyramide. Also jeder Stein, den wir im Garten ausgraben, den haben wir viel, der wird bei uns irgendwie als Steinpyramide aufgeschichtet oder als Kante fürs Beet. Ne? Gleichzeitig kondensiert auch das Wasser morgens an den Steinen. Und Pflanzen, die da drumherum wachsen, sind dadurch begünstigt, ne, weil die Steine sich natürlich langsamer erwärmen als die Außentemperatur. Ne? Und zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf dem Land unterwegs ist, guckt mal bei eBay Kleinanzeigen, dann kann man sich hier auch so ein
ein Keyhole-Beet, also ein Schlüssellochbeet aus alten Ziegeln bauen, ist auch eine ganz tolle Variante, um günstig an ein tolles Beet ranzukommen. Sieht dann am Ende. Da kann ich auch mal kurz einhaken mit den Ziegelsteinen. Also ich habe so auch solche Ziegelsteine bekommen, weil ich im Sommer jemanden, einen älteren Herrn beim Garten ausgeholfen habe und der hat halt gesagt, der Wertstoffhof, der nimmt halt nicht so viele Ziegelsteine auf einmal auf. Dann habe ich halt gesagt, hey, ich kann die Ziegelsteine gebrauchen. Dann habe ich ungefähr 200 bis 300 Ziegelsteine, hat er mir dann an meinen Schrebergarten gefahren. Ich habe jetzt kein Keyhole-Beet damit gemacht, sondern das halt so Umrandung für meine Hügelbeete genommen, um halt Ausschwemmungen halt zu vermeiden und ein bisschen halt Trittfläche halt auch, damit ich da langlaufen kann, um das Hügelbeet nicht zu verdichten halt. Und sonst habe ich das auch als Umrandung für meine jungen Bäume genommen, damit ich ja halt da besser Mulch reinwerfen kann und dass die halt auch ein bisschen schön warm haben und das ist halt auch ein bisschen höher, also höher geschichtet, dass halt auch Insekten in die Zwischenräume mit reinkommen können. Also halt jetzt, wo du es halt gerade angesprochen hast mit Keyhole-Beet und den Ziegelsteinen, dass die Leute, die alten Ziegelsteine eigentlich immer loshaben möchten oder so. Und bei eBay-Kleinanzeigen habe ich auch schon Angebote gesehen, dass die Leute dann das wirklich loshaben wollen. Und da muss man einfach nur schauen. Ja, das ist halt wirklich so. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da Sachen zu machen. Und ich denke halt, es ist ja nicht nur wichtig, dass man das in der Gemeinde macht, sondern dass es jeder in seinem eigenen Garten irgendwie anfängt, das Bewusstsein dafür wächst, weil ich habe nicht die Hoffnung, dass sich die Landwirtschaft so schnell ändern wird, was auch dringend notwendig wäre. Aber im Kleinen kann man dann doch sehr viel machen. Also wie so ein Flickenteppich aus Lebensräumen, weil wenn jeder bei sich im Garten anfängt, dann haben die Insekten immer eine Möglichkeit, da zu sein, ne? Und wenn man sich überlegt, wie viele private Gärten es doch noch gibt, dann ist das schon eine Menge. Und wenn die Leute da wirklich solche Systeme auch umsetzen würden, dann würde ja von ganz allein also nicht nur, dass sie dadurch die Möglichkeit hätten, tolles Gemüse selber anzubauen, das ist natürlich immer mit Arbeit verbunden. Aber ich denke mal, es geht nur so. Also der Wandel muss... wir brauchen da einen Wandel, der muss einfach von den Leuten selber kommen. So Leute wie du und ich, die jetzt anfangen, da solche Projekte zu starten. Aber auch der einfache Hausgärtner, der dann sagt, dann mähe ich mal nicht die ganze Wiese, sondern nur die Laufwege, wo ich unterwegs bin, damit halt die Magerwiese, die ich da habe, oder der Magerrasen halt Blüten bildet, damit die Insekten auch was zu fressen haben. So, und das kann ja auch viel schöner sein als ein gemähter englischer Rasen, den man alle 2 Wochen oder mindestens eigentlich einmal die Woche mähen muss. Ne? Mhm. Und wenn ich stehen lasse als Magerwiese, den dann auch nicht mehr dünge, dann habe ich tollen Mulch für meine Beete. Auch da verweise ich auf das Hortus-Netzwerk, die da ganz tolle Methoden zeigen. Und man hat einfach viel mehr Artenvielfalt. Und die Frage ist halt, wo habe ich mehr von? Von einem Naturgarten, der blüht und summt, oder von einem Rasen, der einfach nur grün ist und viel Arbeit macht, weil der macht viel mehr Arbeit. Oder anders gesagt, was ist schöner, so ein englischer Rasen oder im Sommer, wie ich das bei meinen Eltern zum Beispiel habe, eine schöne Lavendelweide, wo Hummeln summen ohne Ende. Genau. Und da sind schon meine Nachbarn zu mir gekommen und haben gesagt, wir laufen immer gern an eurem Haus vorbei, weil es riecht wegen den Lavendeln super und die Hummeln und die Insekten und alles, was sich da tummelt, ist einfach wunderbar und schön und da kann halt jeder was machen und das ist auch für mich persönlich auch sehr wichtig. Man kann ja auch klein anfangen und Insektenhotels aufstellen, sie kaufen auch oder selber machen, Meisenknödel auf für die Vögel aufstellen oder so Schwimmbecken. Es gibt eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die Leute müssen halt einfach nur machen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, hey, ich möchte jetzt sofort anfangen zu gärtnern und stürzt mich da Hals über Kopf in Beetplanung, Fruchtfolge und alles Mögliche, verliert dann schnell die Motivation. Nee, es ist einfach ganz klein anfangen und ja, Insektenhotels aufbauen, das reicht ja schon für einen Anfang. Dann einfach Schritt für Schritt weitermachen, sage ich dann immer. Genau, genau. Einfach Entwicklung und Prozess halt.
Ja, das ist ein Prozess, also das ist ja auch ein Lernprozess, denke ich, den jeder irgendwann bei sich anfängt. Und vielleicht, ich habe hier noch so eine ganz tolle Grafik, die ist auch nicht von mir, sondern von Deakin und Margaret Kennedy, auch zwei Pioniere aus der Permakultur, die aus der Permakulturschiene, sag ich mal, wollte ich auch nochmal eben zeigen. Und zwar, die haben sich mal so eine Grafik gemacht, wie quasi die Lebensmittelversorgung aussieht. Fangen wir mal mit der an, wo man sagen kann, dass das so konventionell im Moment ist. Also die haben das mal aufgesplittet. Wenn man sich das heute anguckt, ist es ja so, dass quasi alle Bereiche aufgeteilt sind und quasi ja, zentralisiert worden sind. Das heißt also, es gibt immer nur noch getrennte Systeme. Man sieht es hier, also Acker und Obstbau und Fischanbau ist alles getrennt, ne? Und das führt natürlich dazu, dass man einen enorm hohen Energieaufwand immer hat für Transport, für Verarbeitung und. Das ist natürlich alles im Einzelnen sehr effizient, aber mit einem enormen Energie- und Ressourcenaufwand verbunden. Also der Ertrag ist ungefähr 100 zu 1, also Energie, aufgewendete Energie zu Ertrag. So. Und jetzt haben sie mal daneben gestellt, also guckt euch das nochmal eben an, ne? Da sieht man das alles, also mit der ganzen Produktion von hier, bis es dann in der Stadt in den Supermärkten ist. Und am Ende wird es dann in Klärschlämmen verbrannt oder die Abfälle werden einfach entsorgt. Also auch mal die ganzen Lebensmittel, die da halt weggeschmissen werden. Ne? Und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel die permakulturelle Methode anguckt, also das ist jetzt mal so ein permakultureller Ansatz als, ja, als Systemzeichnung mal dazu, jetzt mal so eine Art Lebenshof, ne? Oder hier unten dann, ne? Also da, wo die Kreisläufe geschlossen sind. Also hier ist die Fischzucht, da ist der Ackerbau, das Gemüse wird erzeugt, hier ist ein bisschen Viehhaltung, wo dann natürlich alles immer mehrere Funktionen erfüllt im System. Hier zum Beispiel die Wasserfläche spiegelt ins Haus rein, mit dem kleinen Wintergarten hier dran, wo dann wieder wärmeliebende Pflanzen angezogen werden können und so weiter. Und man hat halt am Ende einen Energieaufwand von 1 zu 3. Ne? Also ein gigantischer Unterschied. Und so könnte man halt auch hochmodern, also das muss ja gar nicht die Technik ausschließen, sondern die Organisationsform und nichts anderes machen wir beide ja bei unseren Projekten. Wir versuchen halt die Ressourcen vor Ort zu nutzen und nicht hin und her zu fahren. Ne? Aber das, was am Ende, denke ich, der wichtigste Punkt ist bei allem, dass wir drüber nachdenken, ob wir uns am Geld orientieren oder ob wir uns an der Natur orientieren. Weil beides ist, glaube ich, nicht unbedingt miteinander vereinbar. Ne? So. Ich weiß nicht, wie du das so mitkriegst, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich sage, ich will kommerziell werden mit dem Ganzen, also das Gemüse vermarkten will, auch das geht ja nur regional. Zum Beispiel bei Gastronomen, die das dann annehmen. Also wenn du jetzt Überschüsse hättest, hast du da schon eine Lösung oder einen Ansatz, was du mit deinem Gemüse machst, wenn du das jetzt überschüssig hast? Ich will es regional auch den Leuten dann geben. Ich mache halt momentan eine Crowdfunding-Kampagne, wo die Leute dann mir halt so Geld geben. Und ab einem bestimmten Beitrag sage ich, hey, so viel bekommt ihr dann vom Obst- und Gemüse kiloweise. Und dann sollen halt die Leute dann immer wieder kommen und so halt mich unterstützen halt auch, weil ohne Geld geht es natürlich halt auch nicht. Aber ich versuche es halt wirklich regional zu vermarkten, weil ich es auch persönlich gemerkt habe, wenn ich jetzt mit dem ganzen Zeug noch in die nächste Stadt auf dem Wochenmarkt fahren, dann muss ich einen Stand aufbauen, dann muss ich dann mit dem Auto hinfahren, dann muss ich alles vorbereiten, dann verkaufe ich wieder nicht alles, dann muss ich es wieder zurückbringen. Und dann habe ich einen halben Tag verloren und kann zum Beispiel jetzt keine neuen Pflanzen vorziehen oder ich konnte nicht sehen oder ich konnte nicht sensen oder ich konnte keine neuen Beete anlegen. Und dann geht mir jetzt, weil ich noch alleine bin, mir viel zu viel wertvolle Zeit verloren und deswegen bin ich eigentlich auch auf die regionale Vernetzung angewiesen, dass die Leute auch zu mir kommen und sagen, hey, ich hätte gern 3 Kilo Tomaten, kann ich es bei dir abholen? Und dann sage ich, ja komm, ich bin da, kannst es dir dann abernten, hier, nimm die Tomaten oder so, weil sonst würde ich es von der Zeit her auch nicht schaffen, weil es dann einfach
irrsinnige Bürokratie, Logistik und alles Mögliche dann sein wird für mich. Ja, genau. Das denke ich halt auch. Und ich denke halt, es ist ja auch viel sinniger. Also das erfordert natürlich ein gewisses Umdenken. Wir versuchen das ja auch mit unserem Verein, dass wir halt mit den Leuten zusammen, die jetzt im Verein sind oder Lust zu haben, sagen, okay, lasst uns schauen, was wir an Gemüse selber anbauen können. Und man wird natürlich erstmal so schnell nicht dahin kommen, dass man sagt, man ist jetzt Selbstversorger in dem Sinne, dass man mit den Leuten zusammen, also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich bin jetzt Selbstversorger, schotte mich ab und mach nur noch meins, sondern das ist auch immer das, was wir ganz wichtig finden bei der Permakultur, dass man zwar guckt, regional, also global zu denken, indem man regional handelt und diese Ressourcenkreisläufe schließt, aber das mit den Leuten zusammen macht und auch auf die zugeht. Also zum Beispiel haben wir auch vor einem Jahr jetzt mit der Gemeinde gesprochen, wir wollten einen Insektengarten machen, weil dort ein Stück Land relativ nah an unserem war, was planiert werden sollte. Das war so das Ende vom, da ist so ein Holzplatz und das ist quasi das Ende davon gewesen. Und da wurde mal Erd aus dem Kuh abgeladen und da hatte sich dann ganz tolles, ich sag mal, so ein kleines, ja, Biotop, kleines Biotop gebildet, wo viele Insekten waren. Und ich habe es leider nicht dokumentiert. Dann hatten wir das schon in trockenen Tüchern, dass wir mit der Gemeinde dort einen Insektengarten machen. Da sollte noch ein Weg gezogen werden, so hinter dem Holzplatz, dass die Traktoren da quasi einmal drum rumfahren können. Das Ende, das alles andere sollte aber so bleiben, wie es ist. Leider, leider, leider waren dann zwei Herren aus dem Gemeinderat nicht so bewusst und anderer Meinung und haben dann eigenmächtig den ganzen, also diese ganze Fläche planieren lassen über ein Wochenende. Da haben wir alle wirklich ein bisschen getrauert, weil das Leben, was da schon entstanden war, das konnte man halt nicht wiederholen, ne? Und da hatten sich schon wirklich seltene Stauden und so weiter angesammelt. Und wir hatten auch viele, viele Sandbienen schon gesehen und ja, einfach seltene Bienenarten, die sich da schon in diesen Brüchen halt, ne, die brauchen ja diese Lehmabbrüche, auch schon angesiedelt hatten. Teilweise echt minutenlang beobachtet, wie sie dann rauskriechen, losfliegen, ist aber toll zu sehen. Und naja, und dann haben wir halt noch mit der Gemeinde, erstmal war Schweigen im Walde, natürlich auch erstmal so eine Art gewisses, ja, wie soll man sagen, peinliches Schweigen. Die eine Seite war sehr traurig darüber, glaube ich, oder auch einfach eine Erklärungsnot, weil sie uns das ja schon zugesagt hatte und sogar schon Förderung beantragt hatte. Und das musste erstmal alles geklärt werden. Da gab es dann, glaube ich, auch relativ viel Streit in der Gemeinde. Aber am Ende, mit Geduld, ist dann dabei rausgekommen, dass wir diese Fläche trotzdem als Insektengarten jetzt machen dürfen. Zwar ganz anders als geplant. Aber das ist auch, denke ich, das Wichtige, mit Beharrlichkeit da dran zu bleiben und auch bei sich in der Gemeinde zu gucken, was ist an Flächen da, auf die Leute zuzugehen. Und sich auch von Rückschlägen, weil die hat man auch immer mal, gerade wenn man jetzt irgendwo auf dem Land in konservativeren Ecken unterwegs ist, sich nicht davon die Laune vermiesen zu lassen, weil ich glaube, viele Leute gerade in den Gemeinden haben begriffen, dass wir da solche Projekte brauchen, um unsere Natur wieder ein bisschen, die Artenvielfalt einfach wieder vorwärts zu bringen. Ne? Ja, also vor allem bei uns letztes Jahr in der Gemeinde war es mal ein starker Regenguss und ein Teildorf von der Gemeinde liegt ein bisschen weiter unten und wir haben halt so einen Berg und ja, dann sind viele Keller überflutet worden, weil die Felder halt einfach nicht mehr das Wasser speichern können. Also da ist das ganze Wasser von den Feldern, konnte nicht mehr absickern, weil alles so verdichtet war und dann musste die Feuerwehr anrücken und sämtliche Keller unten, die halt etwas weiter unten gelegen sind, abpumpen und da sieht man halt einfach, dass da sich irgendwas ändern muss und zwei Wochen später dann in Gemeinde gesagt, hey, wir holen uns jetzt so einen Menschen, der sich so in der biologische Richtung so orientiert, der dann erklärt, warum Mulchen, Fruchtfolge, Artenvielfalt auf dem Feld halt auch von den Pflanzen her wichtig ist
und hat dann da Vorträge den Landwirten gegeben. Also da sieht man halt auch schon in dem Zusammenhang, dass da wirklich einiges ja schief geht und die Menschen es auch, ihnen es auch bewusst wird, dass da etwas getan werden muss. Und ja, es ist halt einfach, man muss es gemeinsam machen. Also wie du auch gesagt hast, so als Selbstversorger, ich schotte mich ab oder so. In der Gemeinde ist es vielleicht nicht. Funktioniert nicht. Man muss einfach mit den Menschen reden, mit denen zusammenarbeiten, ja. Weil alleine wirst du dann nicht viel erreichen. Und wenn halt mal Rückschläge kommen, kann mal passieren, man wächst einfach wird davon stärker, man soll sich nicht entmutigen lassen, einfach weitermachen, sage ich da immer. Ja, ich fand es auch wichtig, das zu zeigen, wir haben natürlich ein Video auch gemacht über diesen Insektengarten, der da kaputt gemacht wurde. Und aber ohne jemanden zu beschuldigen, wir haben halt einfach, für uns war es halt einfach sehr schade. Ich glaube auch, dass die es gemacht haben, sich einfach darüber nicht bewusst waren. Naja, jedenfalls war am Ende der Zuspruch, der da draus entstanden ist, höher als vorher. Also wir haben noch mehr Unterstützung erfahren. Beispielsweise habe ich jetzt mehrere Kleinstlandwirte, also kleine Landwirte, die mir regelmäßig ihr Totholz wirklich bis aufs Feld fahren mit ihren Traktoren, weil sie das gut finden, was wir machen. Ich bin sehr dankbar drum. Damit kann ich jetzt auch, weil wir halt unsere 3000 Quadratmeter halt mit einer Benjes-Hecke einmal umranden wollen, damit das größere Getier draußen bleibt. Weil wenn ich jetzt regelmäßig Hasen und Rehe und was weiß ich drin habe, dann habe ich halt selber kein Gemüse mehr. Ja. Beziehungsweise man will das ja auch selber dann teilweise noch essen. Die Wühlmäuse essen ja auch schon einen Teil. Und ja, und da wir jetzt keinen Zaun machen wollten, ne, und so entwickelt sich das halt alles. Und ich denk halt am Ende, es ist an uns allen selber, das zu machen. Das kann uns niemand abnehmen. Und die Landwirte, also wer sich interessiert dafür interessiert und jetzt selber Landwirt ist und sagt, was kann ich tun, der kann sich mal, da gibt es ganz tolle Vorträge auf YouTube von dem Symposium Aufbauende Landwirtschaft, heißt es. Zum Beispiel den Sepp Braun, der vor München also einen Betrieb hat, der wirklich hochmodern ist und wirklich nach Methoden arbeitet, die der Natur zugutekommen. Also wie kriege ich wieder Humus in den Acker? Und da gibt es auch Methoden, aber ich habe das Gefühl, dass die Landwirtschaft an sich im Moment noch ein bisschen festhängt, geschuldet auch wieder durchs Geld, dass die Landwirte halt in ihren Subventions- und Finanzierungsfallen vor allen Dingen drin sind. Viele sagen ja auch, sie würden gerne anders können, aber nicht, weil sie halt dann ihren Fuhrpark abbezahlen müssen, der muss sich rentieren. Und weil sie auch teilweise, zum Beispiel in Norddeutschland, weiß ich das auch, einfach so viel Flächen, weil kleine Landwirte fallen weg, diese Flächen fallen dann den Großlandwirten zu. Mhm. Die haben gar nicht das Personal, das zu bewältigen. Also was muss her? Riesige Maschinenfuhrparks, große Monokulturen, weil die kann man mit wenig Leuten und großen Maschinen gut bewältigen. So, und also das sind alles so Zwänge, die da entstanden sind. Und ich glaube, das können wir halt wirklich nur aufbrechen, wenn wir auf die Landwirte zugehen und denen anbieten, denen zu helfen. Ja, vor allem, das kann jeder von uns machen, weil wir Verbraucher sind natürlich auch schuld. Also ja. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie Schuld zuweisen, wenn wir jetzt zu Discounter gehen und kaufen die zum Beispiel die Gurke für 60 Cent irgendwoher, Milch für 50 Cent und alles ja. Mögliche immer nur billig haben wollen, dann denke ich mir auch so, ja, wovon, weil wie ich jetzt zum Beispiel auch oder ihr auch in der Situation seid, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Obst und Gemüse kauft, ja, wovon, wenn du jetzt alles mit der Hand anbaust und alles Mögliche und dann das alles groß ziehst und dann sagt er, naja, ich hätte gerne deine Gurke für 50 Cent und dann denkst du ja auch so, das Saatgut hat schon mehr gekostet, die Arbeit hat schon mehr gekostet und dann denkst du dir halt auch so, ja, wovon willst du erstmal leben? Und dann stellst du dir mal bei einem Landwirt vor, der ja. viel mehr Maschinen, wie du gerade erzählt hast, abzubezahlen hat. Wie soll er davon leben? Und da muss sag ich halt immer gerne Leute... Subventionen. Ja, geht
Geht zu regionalen Urproduzenten, geht einfach zu örtlichen Bauern, holt dort eure Milch, holt dort eure Eier, holt dort euer Fleisch, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Holt dort euer Gemüse, geht auf Wochenmärkte, unterstützt einfach kleine Landwirte, auch wenn es mehr kostet. Aber dann helft ihr wenigstens den Menschen. Ja, aber ich sehe noch ein anderes Problem. Ich gebe dir vollkommen recht dabei. Ressourcen sollten vor Ort erzeugt und verbraucht werden, möglichst. Wobei ich jetzt auch nicht abgeneigt bin, auch mal eine Dattel zu essen oder mal irgendwie einen leckeren orientalischen Tee zu trinken. Das ist ja auch ein kultureller Austausch, der da stattfindet. Aber du hast vollkommen recht. Ich sehe da nur das Problem, dass dieses Geldmodell, was wir haben, dazu führt, dass halt diese regionalen Landwirte und Urproduzenten es schwer haben, weil wo geht denn die Förderung der Landwirte hin? Also 98% der Förderung gehen ja nicht in biologische Landwirtschaft, sondern in konventionelle. Und wenn jetzt diese Förderungen nicht da wären von EU und Bundesregierung und so weiter, bin ich mir sicher, dass wir ein ganz anderes Bild in der Landwirtschaft hätten. Denn dann würden sich gewisse Methoden, die auch destruktiv sind, ja gar nicht rechnen, weil die sich ja nur rechnen, weil sie gefördert werden. Mhm. Zum Beispiel dieser Irrsinn, dass mittlerweile in großen Teilen Afrikas die Landwirte keine Milch mehr machen, also kein eigenes Milchvieh und auch keine Hühnchen mehr anbauen, weil der Markt dort überschwemmt wird mit subventionierten Billigprodukten, wie zum Beispiel Milchpulver oder Hühnchenresten und. Holländischen Zwiebeln und Kartoffeln, weil das so billig subventioniert ist, alles also runter subventioniert ist, dass selbst in Afrika die Landwirte das nicht mehr so günstig anbauen können, dass sie da konkurrieren können. Mhm. Also so irre ist das ja mittlerweile. So, das heißt, wo mir dann immer, also die letzten Jahre die Hutschnur geplatzt ist, da werde ich auch richtig sauer, weil ich da auch herkomme. Ich komme ja aus Bremen, also aus Norddeutschland. Und in Norddeutschland sind die ganzen Grundwässer mittlerweile mit Nitrat verseucht, weil nicht nur die eigene Viehproduktion vollkommen übertrieben wird, wo denn die Nitrate quasi die Grundwässer verseuchen, weil da mit den Abfällen oder den Exkrementen der Kühe falsch umgegangen wird von den Äckern, sondern die Niederländer, also jetzt gibt es auch noch, in den Niederlanden ist das ja noch verrückt. Ja, oder die müssen ja auch irgendwohin mit ihrer Gülle. Also bringen sie es nach Norddeutschland und Mitteldeutschland. Und noch mehr Nitrat, noch mehr Verseuchung. Und die Folge ist einfach, wenn wir uns nicht überlegen, also weil du eben gesagt hast, man sollte auch, das sage ich jetzt ganz provokant, sich grundsätzlich mal überlegen, muss ich überhaupt bei dem regionalen Landwirt Eier, Milch und Fleisch und Käse kaufen? Oder überlege ich mir vielleicht mal, ob ich das mal irgendwie nur am Wochenende esse? Also einmal die Woche Fleisch. Mhm. Oder am Wochenende Eier und sonst nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass das ja vielleicht gesünder ist. Ne? Ich weiß, du bist ja auch, glaube ich, größtenteils Rohköstler. Ne? Ja, ich bin Rohveganer. Ja, so. Und ich will das niemandem jetzt irgendwie sagen, er soll das Fleisch nicht mehr essen, wenn er das für sich braucht, aber mal zu überlegen, brauche ich so viel? Was macht das mit der Umwelt? So, also wirklich sich immer mal zu überlegen, wenn man was macht, wie weit gehen die Konsequenzen? Also was bedeutet das, ne? Wenn ich mir jetzt irgendwo was kaufe, was hängt an diesem Produkt alles dran? So, und ich weiß, diese Gedanken, die sind immer ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, die sollten wir uns machen, damit wir hier in Zukunft noch eine Natur und einfach Lebensqualität noch haben, weil sonst gehen uns die verloren, denke ich. Ja, es ist halt auch, wie du gerade gesagt hast, ja, es ist aber die Wahrheit und man muss sie halt auch konfrontieren, auch wenn es dann die bittere Pille ist. Aber da kann ich zum Beispiel Lao Tse zitieren: Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön. Und ja. es ist halt so, ja, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jeder Haushalt jeden Tag Fleisch isst und so wertvolle Ressourcen verschwendet, wie zum Beispiel Weizen, Wasser, was halt, wofür halt auch zum Beispiel fürs Weizen riesige Monokulturen hergestellt werden, wovon dann letztendlich ja, vom 90, ja, das ist alles irre, es ist vollkommen irre. 90% vom Soja, also ich glaube,
es werden ungefähr das Viehfutter, was hierher exportiert wird aus Brasilien, Südamerika und so weiter, also es sind ja ungefähr, ich glaube, 28%, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, also was aus Südamerika an Soja hier zugefüttert wird. Wir haben ja auch Mais, den wir anbauen. Das sind auch riesige Monokulturen, die auch die Natur alles andere als gut sind. Die Landwirte, die da schon Probleme haben, weil dann, wenn da mal ein Starkregen drüber geht, sind auf einmal 2-3 Meter tiefe Furchen im Acker. Ja, wo dann sich, also irre, wo die Böden einfach weggeschwemmt werden, weil die so verdichtet und kaputt sind. Und das im Endeffekt Wüste ist. Und dann wird dann in den herkömmlichen Medien darüber geredet, dass ja vegan auch nicht die Lösung ist, weil da wird ja auch Soja angebaut. Ja, Leute, 2% wird davon gegessen von uns Menschen. Der Rest ist Tierfutter. Mhm. Ja? Also da gab es mal auf Dreisat so einen Kurzfilm, wo sie gezeigt haben, ist jetzt nicht mein Ziel, aber wenn irgendwie, ich glaube, 95% der Menschen sich vegan oder vegetarisch, also vor allen Dingen vegan ernähren würden, dann würden wieder so und so viel Landflächen frei werden. Das quasi, das kommt ja immer das Argument, ja, wenn die Landwirtschaft kein Fleisch mehr produziert, würden ja quasi, gibt es keine Kühe mehr, sich auch wieder ausbreiten könnte. Die Kuh ist ja ein Wildtier, das Pferd ist ein Wildtier und so weiter. Ne? Also da muss man sich wirklich mal ein bisschen reindenken in die Materie, dann kommt man auch zu ganz anderen Schlüssen, denke ich. Und in dem Sinne, das hängt ja alles zusammen, die Nährstoffkreisläufe vor Ort, weil nicht, dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber auch was du vorhin gesagt hast mit dem, mit deinen, wo die Keller vollgelaufen sind und dann die Feuerwehr anrücken musste. Ja, warum ist denn das so? Weil die Böden kein Wasser mehr aufnehmen können. Warum haben wir überall Starkregenereignisse? Ja, warum haben wir das? Weil die Böden kein Wasser mehr aufnehmen, das gleich wieder verdampfen. Wenn das auf einen verhärteten Boden trifft, das Wasser durch Regen, dann ein bisschen Sonne da ist, dann macht es gleich wieder hoch. Dann haben wir normalerweise einen Wald, der ein bisschen kühlt durch die Verdunstung. Und ein kühler Boden kann Wasser aufnehmen, warmer nicht. Ja, wenn wir nur noch Monokulturen haben, und das haben wir in Deutschland größtenteils, dann ist das Wasserkreislaufsystem, also das Mikroklima, ist dann nicht mehr intakt. Ist doch total logisch. Und genau das zeigt uns unser Wetter ja. Alle reden immer von Klima. Für mich ist das in aller Linie immer erstmal Wetter. Und der größte Wetterfaktor ist Wasserdampf, also Boden, Wald und das Kreislaufsystem. Das hat jeder in der Schule gelernt. So, und das ist defekt. Ne? Ja, das hängt halt alles zusammen. So. Ja, alles ist miteinander verbunden. So, ja. Ja, das genau. Ja. Dann denke ich mal, war es für ein sehr spannendes Interview, ein sehr langes Gespräch. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Daniel. Ja, mal gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, ja, viele neue Sachen, Inspirationen auch von dir zu lernen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr ja dieses Interview vielleicht auch mit Begeisterung und Inspiration mitgenommen habt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und den Kanal der Waldgeister verlinke ich natürlich auch in den Infokarten. Die sind auch wirklich ja, sehenswert. Man hat sehr viele Inspirationen, die ich auch für meine Permakultur verwende. Habe auch schon einiges gelernt, also daher schaut auch bei Ihnen mit vorbei und rein. Es sind wirklich super Leute, die da mit einem Projekt da arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.